gehen wir weiter. Zu Lasker. Lasker mag ich auch sehr gerne. Bei ihm sind nicht unbedingt die Lines das, was mir gefällt, aber ich mag einfach die Art, die Atmosphäre, irgendwie den Klang. So. Ich finde, ja, ist einfach, weiß ich nicht, gibt mir irgendwas. Ich mag das Feeling bei Lasker Songs. So, von dem her gehen wir rein. Ich glaube, die letzte fand ich richtig nice. Bin gespannt. Warte mal, ich glaube, die kenne ich sogar, weil ich da glaube ich erwähnt werde. Irgendeine kenne ich, in der ich vorkomme. Mal gucken. Überall nur Leute, die mich stressen. Keine Freude mehr beim Rappen, denn das JBB fing ich an, meine Träume zu vergessen. Mama, bitte vergib mir, denn der Teufel macht jetzt Action. Also seid doch sicher, heute werd ich sprechen. JBB, wisst ihr noch, wie ich sie zerfetzt habe am Mic von 0 auf 100 ins Finale? Wobei ich schlecht war zu der Zeit, mein erster Gegner Fortune. Ich war noch geflasht von seinen Likes. Aber Likes ändern nichts daran, dass du wack warst und es bleibst. Danach wurde... Ja, es ist halt, ich mag halt einfach irgendwie die Art, wie Lasker so delivered irgendwie. Ich höre dem einfach gerne zu. Auch wenn der jetzt nicht immer, weiß nicht, es ist, keine Ahnung, ich müsste jetzt ein bisschen überlegen, aber ich glaube, es gibt nicht irgendwie so eine Line, bei der ich denken würde, oh, die war überkrass von Lasker, so. Aber irgendwie, ja, ich mag den Vibe irgendwie und was ich auch immer feier, so diesen Cassius-Move sozusagen, den er da auch schon gebracht hat, halt so dieses, ja, von sich so erzählen, ne, seine Laufbahn erzählen, so, das, ja, damit kriegt man mich immer. Ich war noch geflasht von seinen Likes. Aber Likes ändern nichts daran, dass du wack warst und es bleibst. Danach wurde Entertainment von mir misshandelt, denn mit deiner Maske wirst du nie ein Hit landen können. Ente, du bist ein Witz, denn du könntest nur mit Battle Rap Karriere machen. Doch selbst da wurdest du gefickt. Gio war danach im Battle der Sieger. Ist kein Problem, ich hab gegönnt, ich bin kein schlechter Verlierer. Digga, wir waren in Kontakt. Ich hab mich bei TV Straßensong für dich gerade gemacht. Was ich sage ist Fakt. Doch als du meintest, du schreibst Kasarat den Text gegen Scanser, merk dich schnell, ihr seid die heftigsten Blender. Ihr seid das übertriebene Pack. Jeder Rapper, der gegen Kasa verloren hat, hat im Real Life gegen Gio verkackt. Gab Gio Informationen für seinen Bro, dieses Snitch, dass Kenza auf dem Track mit Santiago und Kollega ist. Im selben Song hat Kasa mich dann in der Strophe gedisst. Diese Aktion zeigt mir nur wieder, wie verlogen du bist. Du bist kein King, sondern... Also, bei der Lasker-Sache ist es so, ich find's halt voll schade, dass es so ist, wie es ist, weil eigentlich war mit Lasker wirklich alles cool so. Also ich habe mit dem eine lange Zeit Kontakt gehabt so. Wir haben auch über viele Sachen gesprochen außerhalb von diesem ganzen Rap-Game-Ding, ne? So, wir haben beide mit Panikattacken zu tun gehabt und so, mit psychischen Problemen, dies, das, ja. Und haben viel miteinander gesprochen so. Dann wurde er von Kasa gedisst, so in irgendeiner Runde. Ich weiß es nicht mehr, in welcher das war so. Er hat es irgendwie so als Verrat empfunden, weil, ja, er es so gesehen hat, so, er hat halt irgendwie gesagt, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber halt irgendwie, hey, hier, da könnte man doch das machen oder so und hatte so das Gefühl, er hat quasi geholfen und wurde dann am Ende selbst gedisst, so. Kann ich auch irgendwie verstehen. Die Sache ist nur, dass wir danach darüber gesprochen haben, so, ne? Also wir haben ganz normal drüber geredet, haben das auch geklärt, so, da war dann alles cool und wir haben immer noch weiter über andere Sachen gesprochen, auch noch Tage oder Wochen später. Dann ist der Kontakt irgendwann so, ja, so auseinandergegangen, jeder hat so sein Ding gemacht und dann kam halt auf einmal diese Runde so und ich habe es halt gar nicht gepeilt, weil ich mir gedacht habe, so, hä, es war doch alles gut, so, warum musst du denn jetzt auf einmal einen auf, weiß ich, da irgendwie so ein Beef erzeugen oder so einen auf Stress machen, weil ich hab's halt nicht kapiert. Ich kapiere es bis heute nicht so. Es gab dann diese Situation, dass ich halt diesen Diss hier mitbekommen habe. Und dann habe ich ihn angeschrieben so und meinte, Digga, was ist denn los? So, was ist dein Problem? So, hä, es war doch alles cool, wir haben doch alles geklärt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Reaktion war, aber es war halt irgendwie, ja, also man konnte nicht wirklich mit ihm reden. Er war einfach, ja, sag ich mal, anti, so, ne? Da bestand kein Bedarf mehr von seiner Seite aus, irgendwie ein weiteres Gespräch zu führen. Ich weiß bis heute nicht, was da am Ende jetzt das Problem war, weil normalerweise kenne ich das so, man bespricht eine Sache und wenn es dann von beiden Seiten aus geklärt ist, ist es geklärt. Wenn es dann auf einmal ein halbes Jahr später wieder hochkommt, ja, um das quasi nochmal als neue Geschichte zu verkaufen, weiß ich nicht, dann wirkt für mich dieser Titel Alles für Klicks fast schon ein bisschen selbstironisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wir gehen mal weiter rein. Du bist kein King, sondern mein allergrößter Fan. Wer parodiert aus der Single meines Albums den Refrain? Gio, lass das singen, du kackst bei allen Tönen rein. Wenn dieser Penner hier der King ist, will ich gar kein König sein. Ja, also die Sache ist zum Beispiel... King, sondern mein allergrößter Fan. Wer parodiert aus der Single meines Albums den Refrain? Das hier stimmt. Er hat einen Song gehabt, Trip hieß der, glaube ich. Und wir haben uns gegenseitig so ein bisschen geholfen beim Track, beim Mischen und solche Sachen. Ne? Haben uns so ein bisschen so unsere Secrets verraten, so ein bisschen halt Mix- und Master-Gelaber und sowas. Ne?
Und da ging es mir dann um seine musikalischeren Hooks, so wie die so, wie er die so macht und bliblablub. Ja, und deswegen fand ich das so schade, weil er hier teilweise mit Sachen kommt, so, die irgendwie im Privaten entstanden sind, so, und die auf einmal droppt, ohne dass es einen Grund dafür gibt, so, ne? Und sowas finde ich halt schon mal ein bisschen ekelhaft, so. Bis heute. Ja, also es hat sich seitdem dann auch nicht mehr geklärt. Also es wurde dann nicht irgendwie wieder cool. Wir sind jetzt nicht irgendwie die besten Friends geworden, so. Das ist dann mit der Sache geendet. Ist halt schade, wie es ist, weil ich vom Prinzip her eigentlich kein Problem mit ihm habe oder hatte, bis auf diesen Move hier, den müsste er mir nochmal erklären, so, um die Sache zu regeln. Aber ich glaube, da besteht von ihm halt kein Bedarf. Warum auch immer, ist halt so, ne? Muss man mit leben, ist halt so, ne? Ist auch völlig okay. Ich bin jetzt auch nicht so, dass da jeden Tag in meinem Bett weine. Man muss ja nicht mit allen cool sein. Aber ich fand's schade, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Du bist kein King, sondern mein allergrößter Fan. Wer parodiert aus der Single meines Albums den Refrain? Gio, lass das Ding, du kackst bei allen Tönen rein. Wenn dieser Penner hier der King ist, will ich gar kein König sein. Diese Fotzen wollen mich bluten sehen, doch. Aber jetzt mal abgesehen davon, es ist nice gerappt. Tut mir ein bisschen weh, das jetzt hier zugeben zu müssen, aber ja, es ist gut gerappt. Der Fan, wer parodiert aus der Single meines Albums den Refrain? Gio, lass das Ding, du kackst bei allen Tönen rein. Wenn dieser Penner hier der King ist, will ich gar kein König sein. Diese Fotzen wollen mich bluten sehen, doch glaub mir, ich mach alles kaputt. Alles kaputt. Ich schwöre, wenn ich fertig mit euch bin, ist nichts mehr über außer Asche und Schutt. Ja, ja, den Song, ich kenne, wie gesagt, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, den Song kannte ich auf jeden Fall, aus genannten Gründen, ne? Wenn ich fertig mit euch bin, ist nichts mehr über außer Asche und Schutt. Asche und Schutt. Hier gibt es eine Mucke nicht um Battle Rap und irgendwelche großen Namen. Großen Namen. Doch warum beleidigt Julia mittlerweile sogar seine tote Mom? Alles für Klicks, du Mistgeburt zu tun. Ui. Feiert es Julian? Ich weiß ja nicht, wie er darauf reagiert, ja. Weil es sogar seine tote Mom alles für... Ja, ja, also, ja, das ist halt das Problem, ne? Ich fand halt das Problem, dass es hier um alles für Klicks geht, aber er dann irgendwelche alten Geschichten auspackt. Wofür denn? Wofür? So, also... Klicks, du hast mit Zahn zu tun, aber ich fand dich wack. Doch dass du mich doch fandest, hast du ihm am Rande gestärkt. Meintest dann zu ihm... Warte mal, um wen geht's? Ich hab's nicht mehr gehört. Aber ich fand dich wack, doch dass du mich... Scheiße. Alles für Klicks, du hast mit Zahn zu tun, aber ich fand dich wack. Doch dass du mich doch fandest, hast du ihm am Rande gestärkt. Meintest dann zu ihm, ey, ich feier Laskas Runde schon. Und auf einmal nennt der Bastard mich jetzt Hurensohn. Du mit deinen Missgeburt-Genen. Scanser, deine Ohren sind wie Johnny Dixon Stimme, Digga. Denn damit kann man segeln. Du bist kein Gangster, höchstens schickst du deine Schläger vor. Du bist nicht Rasse Russe, du bist Rasse Segelohr. Ey, yo, Scanser, schon. Ja, ich weiß nicht warum, ich feier halt bei Laska irgendwie die Art so. Es klingt halt nicht wie so ein Diss-Track, wisst ihr, was ich meine? Da sind jetzt nicht irgendwie so epische Chöre im Hintergrund oder irgendwie so bombastisch. Es hat so ein, ja, was ich, Alter, so einen poppigeren Vibe irgendwie. Er disst zwar, aber es wirkt gar nicht so Diss-Track-mäßig. Das wirkt eher so Real-Talk-mäßig so. Er erzählt eine Story, die denen halt Disses, wenn man es so sagen möchte, vorkommen. Aber ich mag's. Also ich find's nice zu hören. Wenn ich nicht drin vorkommen würde, würde es mir vielleicht doch besser gefallen. Du deine Schläger vor, du bist nicht Rasse Russe. Ja. Ah, okay, aber ich rede von diesen typischen JBB-Chören, ne? Ja, denn damit kann man segeln. Du bist kein Gangster, höchstens schickst du deine Schläger vor. Du bist nicht Rasse Russe, du bist Rasse Segelohr. Ey, yo, Scanser ist schon Anfang 30 und so langsam zeigt sich, dass er sein Penis nur mit Prostata-Behandlung steif kriegt. Ich könnte deinen Dreck hier gleich beenden, aber Mama meinte zu mir, hab Respekt vor alten Menschen, denn mit 30 sind die... Hatte Kasa nicht so eine ähnliche Line? Mama hat gesagt, ah, das war in seiner Quali, bla, keine Behinderten zu mobben oder so. Irgendwie so, es hat mich jetzt irgendwie an eine Kasa-Line erinnert. Das war aber, glaube ich, in der Qualifikation. Deinen Dreck hier gleich beenden, aber Mama meinte zu mir, hab Respekt vor alten Menschen. Vielleicht nennt ihr ihn ja mit Absicht Scanser, vielleicht ist das auch so ein zusätzlicher Front, so kein Plan, ne? Ich könnte deinen Dreck hier gleich beenden, aber Mama meinte zu mir, hab Respekt vor alten Menschen, denn mit 30 sind die Wadenkrämpfe länger. Statt zu dissen, sollte ich dir über die Straße helfen, Scanser. Und was für Goldnote, du Holzrusse, ich fick dich, Lauch. Hör auf zu spitten, Mann, sonst fällt dir dein Gebiss noch raus. Diese Fotzen wollen mich bluten sehen, doch glaub mir, ich mach alles kaputt. Alles kaputt. Ich schwöre, wenn ich fertig mit euch bin, ist nichts mehr über außer Asche und Schutt. Asche und Schutt. Hier gibt es ne Mucke nicht um Battle Rap und irgendwelche großen Namen. Großen Namen. Doch warum beleidigt Julia mittlerweile sogar seine tote Mom? Alles für Klicks, du Mistgeburt. Ey, dieser Venom Pictures hat mich mal connected, um zu fragen, ey, du Laska. Ah, Venom Pictures sogar, crazy. Alles für Klicks, du Mistgeburt. Ey, dieser Venom Pictures hat mich mal connected, um zu fragen, ey, du Laska, man kann Sunny deine Handynummer haben, ist alles kein... Ah ja, stimmt, ja, sollte der nicht sogar da gesigned werden oder so? Ne, ich glaube, Sunny hat den damals gut gefeiert, ne? Und dann ging da auch irgendwie wieder was auseinander, vielleicht sogar wegen dem Track, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, aber ich, wie gesagt, Alter, ich finde das Ding auch sehr fett, muss ich an der Stelle sagen. Aber es
ist natürlich klar, dass wir hier die Punkte halbieren. Ne? Hierfür, das waren 6 Lines, 8 Lines oder so, das ist ja klar. Ne? Also das ist natürlich logisch. Mach mich mal connected, um zu fragen. Ey, Julaska, man kann Sunny deine Handynummer haben. Ist alles kein Problem und danach schrieb er mir dann. Ich fragte, yo, was geht? Er meint, ich roll das Weed in mein Blatt. Und danach, Laska, du bist gut, aber du machst doch keine Kohle. Machst wie ich hab es vorgemacht mit Maske und auch ohne. Ich fragte ihn dann, weshalb er mich schreibt, Mann. Und seine Antwort war darauf, ich suche Rapper, die man sein kann. Hast du die Tage denn mal Zeit, um zu quatschen, aber selbst am Handy war der Straßenpenner breit. So viele wirre Sätze, du bist psychisch gepickt. In jedem zweiten Satz brüstest du dich. Digga, du bist ein geborener Versager und von... Digga, was ist schon mutig eigentlich, ne? Da waren die doch voll cool miteinander, oder? Julian und Sunny, so im Nachhinein betrachtet, ist das schon echt mutig, oder? So einen ganzen Part gegen Sunny zu kicken, so? Das hätte ja auch in einer richtig ekelhaften Analyse ausarten können, so. Gepickt, in jedem zweiten Satz brüstest du dich. Digga, du bist ein geborener Versager und von Scanser der Cousin. Du bist kein Plankton-Weed-Verkäufer, sondern selber Konsument. Und wieder kiffst du dich stoned. Doch was ist, wenn ich Spongy eine Woche einsperr, bin ich dann eine Entgiftungsstation? Jetzt gerade ist der Penner-Junkie 100 pro dich. Deshalb meinte Kollege auch, dass du dumm wie Stroh bist. Ich schmuggel ein Kilo Gras in Gios Arsch, danach wird's auf den Markt gebracht. Digga, was... Bruder, was willst du mit meinem Arsch machen? Wer bin ich dann eine Entgiftungsstation? Jetzt gerade ist der Penner-Junkie 100 pro dich. Deshalb meinte Kollege auch, dass du dumm wie Stroh bist. Ich schmuggel ein Kilo Gras in Gios Arsch, das ist aber schon ein bisschen unangenehm. Weil die Frage ist, wie willst du das denn in meinen Arsch bekommen, Bruder? Da müssen wir aber schon wieder ein bisschen miteinander connecten. Das pro dich, deshalb meinte Kollege auch, dass du dumm wie Stroh bist. Ich schmuggel ein Kilo Gras in Gios Arsch, danach wird's auf den Markt gebracht. Und Spongy fragt sich, wieso hat mein Weed nur so einen Nachgeschmack? Sunny Boy in Eversburg wird wieder gepasst. Du bist kein G, du bist in Real Life geklatscht. Du hast höchstens durch dein Haze einen Schwammkopf. Ich geb dir Junkie circa ein Jahr und danach ist dein Label bankrott. Wie willst du fronten, denn der Party ist real? Circa ein Jahr und danach ist dein Label bankrott. Wie willst du fronten denn? Ja, okay, die Szene ist merkwürdig. Ich geb dir Junkie circa ein Jahr und danach ist dein Label bankrott. Ja, habt ihr diese Unsicherheit gesehen? Sowas würde ich immer rauscutten, wenn man irgendwie sieht, dass derjenige gerade unsicher war und irgendwie irgendwo hinguckt, so. Denn der Party ist real, aber guck, ich bin kein schlechter Mensch und mach dir einen Deal. Und der ist, wenn du deine eigene Mutter fickst, bekommst du von Eike die Unterschrift. Diese Fotzen wollen mich bluten sehen, doch glaub... Ja, mutig auf jeden Fall, muss man sagen. Ist schon mutig, so auch gegen Sunny da so zu schießen. Obwohl Julian da in dem Turnier gerade so die Macht hat, so. Auf jeden Fall Eier gezeigt. Deine Mutter fickst. Bekommst du von Eike die Unterschrift? Diese Fotzen wollen mich bluten sehen, doch glaub mir, ich mach alles kaputt. Alles kaputt. Ich schwöre, wenn ich fertig mit euch bin, ist nichts mehr über außer Asche und Schutt. Asche und Schutt. Hier gibt es ne Mucke nicht um Battle Rap und irgendwelche großen Namen. Großen Namen. Doch warum beleidigt Julian mittlerweile sogar seine tote Mom? Alles für Klicks, du Missgeburt. Yo, Johnny Dixon, du weißt ganz genau, dass die JMC-Fans Battle Rap-Fans sind. Und deshalb kann ich dir auch genau sagen, warum du am Rumdissen bist. Alles für Klicks, du Missgeburt. Und Scanser, du scheiß Rentner, erst schreibst du Zarus. Yo, krasse Runde von Laska, weil du selber keine Klicks hattest, du Fotze. Und jetzt nennst du mich Hurensohn. Alles für Klicks, du Missgeburt. Ja, also jetzt mal unabhängig von diesen persönlichen Differenzen, die wir da beide haben, muss ich sagen, dass ich es sehr nice fand. Also mir gefällt einfach die Art und Weise, wie die Beatwahl und wie Laska klingt auf einem Beat. So, ich höre dem gerne zu. Ich finde es sehr nice und würde da auch 9 von 10 geben, genauso wie in dem Johnny. Johnny hatte die besseren Lines, aber so vom Anhören einfach würde ich mir mehr Laska reinziehen. So einfach von diesem, ja, von der Art und Weise, wie er float, wie er rappt. So. Deswegen gebe ich 9, weil Lines hätte man noch ein bisschen nicer machen können, aber es klingt fett. Was ist denn nun wegen der Hilfe zu Casa beim Text gegen Sensor? Naja, ich bin der Bruder, natürlich guckt man, dass man da hier und da hilft. So, aber das ist ja andersrum genauso. So, also das ist ja Quatsch, wenn man sagen würde, das macht jeder so. Ne? Es geht ja dabei darum, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Jay Different einen Gegner hat im VBT und sagt so, ey, ich muss gegen den und den, dann denke ich auch nach und denke mir, ey, geh doch darauf. Oder ey, guck mal, hier habe ich einen coolen Reim auf, was weiß ich, Brillenschlangen, Mensch, was weiß ich so. Ne? Das ist ja normal.